Ja, guten Morgen, herzlich willkommen vom Ebro-Delta. Maxi und ich sind zu Gast bei Adrian Green Flag Fishing, Teil 2 unserer Reise. Ihr habt vielleicht den ersten Teil schon gesehen. Max, was haben wir da gefangen? Wolfsbarsch, Bluefish, Mahi, Palometer und Amberjack. Amberjack. So, und heute wollen wir noch mal einen größeren Palometer fangen. Und wir haben noch eine Challenge. Und zwar habe ich, Maxi, du weißt es. Adrian, ich habe eine Überraschung. Wir haben heute eine Challenge. Ja, was für eine Challenge? Einfach oder schwer? Challenge ist immer schwer, ne? Wir haben die Penisköder-Challenge. Das ist ein Originalabdruck von mir. Das ist Maxis Originalabdruck in Messing gegossen. Fangen wir damit einen Fisch? Ich glaube schon, ja. Ja? Das Design sieht gut aus für Podelta. Das gefällt dir, ne? Eigentlich ist Design das für Barcelona oder für Köln gemacht. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt erstmal in der Flussmündung versuchen, ein Palometer zu fangen. Und dann kommt der Penisköder zum Einsatz. Ist das nicht herrlich? Ach, guck doch mal, ist der nicht süß. Oh, ist der nicht süß? Sagen die bei mir auch immer. Ach, guck doch mal, ist der niedlich. Guck doch mal, wie süß ist der denn? Vamos! Vamos, amigo! Haben wir jetzt ganz leichte Route zum Barschangeln, also die zu Hause zum Barschangeln genutzt wird, hier zum leichten Wolfsbarschangeln und Bluefischangeln. Eine Westin W3, 5 bis 15 Gramm, die ist wirklich für kleine Köder, kleine Topwater-Köder. Die kann man auch gut hier an der Küste nehmen, wenn wir irgendwie vielleicht mal einen Tag Windausfall haben oder so, an den Stein, bisschen auf Dorade, irgendwas, halt eine leichte Route. Da ist jetzt eine 3000er Rolle dran, ganz normales Barschgeschirr, 14er oder 13er geflochtene. Da kommt dann so ein 28er Mono vor. Aber salzwasserfest. Aber salzwasserfest, ja. Dann haben wir eine Route, die ist für so Gummifische in der Größe, so eine leichte Zanderroute, würde ich sagen. Hat 2,50 Meter, 7 bis 28 Gramm, habe ich jetzt eine W6 Power Tees mit einer 4000er Rolle. Die nehmen wir jetzt so zum Standard Hardbait Angeln in der Größe, kleine Topwater und so weiter. Die nimmt man halt auch für Wolfsbarsch und Bluefisch und auch für Lierfisch kann man die auch nehmen, also für Palometer. Dann haben wir eine, die ist eigentlich für Topwater-Köder und größere Sachen. Die hat jetzt bis 50 Gramm Power Tees, 2,50 Meter. Da ist jetzt eine 4000er Salzwasserrolle drauf. Aber ein bisschen mehr Power. Da wirft man dann auch mal einen Popper, der so in die Richtung geht. Ein Hardbait in der Größe. Also wirklich so Sachen, schweres Zanderangeln, leichtes Hechtangeln bei uns. Und dann haben wir noch eine ganz schwere Kombo. Das ist jetzt eine W6 Boat. Die Popping, 2,30 Meter, 40 bis 140 Gramm, die ist fürs Freelining auf Tuna. Wenn wir gutes Wetter haben und rausfahren können aus der Mündung, dann fahren wir auf Tuna und da machen wir Freelining. Freerig. Freelining heißt einfach nur Schnur, Haken, Sardine und runterpendeln lassen und dann angeln wir auf Tuna in von 50 bis wie viel Kilo? 50 bis 150, 200, man weiß es nicht. Da braucht man dann schon eine deutlich kräftigere Rolle. Das ist jetzt hier eine 14.000er Salzwasserrolle. Sowas braucht man auch schon mit einer richtig dicken Schnur. Die sollte schon so 23, 24 mm haben. Ja, das ist so mein 23, Setup für die nächsten. 24 mm ist aber ganz schön doll. 0,23 mm. Ja, sowas habe ich jetzt hier mitgenommen. Also vier Routen und damit kann man alles abdecken. Man könnte sich wahrscheinlich die ganz leichte auch sparen. Mit der anderen könnte man es auch machen. Also drei Kombos sollte man schon mitnehmen. Guten Morgen. So Leute, wir haben die Möhre noch mal kurz voll gemacht. 605 Piepen sind 1210 Mark. Weißt du, ne? 1210 deutsche Mark. Auf ein Boot. Auch mal 400 Liter tanken, na klar! Weißt du, wie viel Reichsmark das werden? Halbfishing zahlt. Richtig. 210 Mark. Ja, und jetzt rechnen wir mal in Reichsmarken, was das werden. Ein paar Millionen. Ein paar Millionen? Millionen. Ja, Max, heute wird auf jeden Fall ehrenlos, denn wir drehen heute einen sehr, sehr spannenden Fisch. So, sind jetzt auf dem Wasser. Tanken waren wir gerade. Kriegen ein leichtes Hungergefühl. Haben noch nicht gefrühstückt. Ist auch relativ früh, also noch nicht so richtig Zeit zum Frühstücken. Was bietet sich da an, Adrian? Richtig, Y-Food. Gibt's neue Riegel? Willst du mal kosten, Adrian? Komm mal her, koste mal. Sagen wir mal, ob dir das schmeckt. Neues Riegel. Neuer Riegel, sorry. Das ist Haselnuss. Oh. Gut? Sehr gut. Mit Nuss, Schokolade
Und macht satt und ist gesund. Perfekt. Gut, oder? Ja, wird sehr gut, stimmt sehr gut, ja. Kennst du die Riegel? Ich hab die noch nicht gegessen, ne? Ich hab noch ein paar dabei. Wirklich lecker. Haselnuss. Schmeckt mir besser als die letzten. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Gibt noch Salted Karamell, auch überkrass. Und White Chocolate Coconut. Also checkt mal die neuen Riegel ab bei Y-Food. Könnt ihr wie immer 10% sparen mit Code Yoshi. 10 oder Maxi 10. Komm, kriegst du ein Placement in meinem Video hier. Danke, Bruder. Bitte, Bruder. Maxi 10. Maxi 10, Yoshi 10 bei Y-Food. Link findet ihr unten. Du gönnst dir nachher einen Drink, wie ich in deiner Tasche schon gesehen habe. Ich hab einen Drink bei. Claro, si, claro. Da verzichtet man auch gerne mal auf 500 Gramm Speedchick, wenn man Y-Food mit haben kann, oder? Richtig. Schön 500 Gramm mit Y-Food verballert. Jetzt gehen wir mal rein, was hier kommt. Wie willst du? Ich glaube, der schläft. Dick ist er. Vielleicht hat er was Großes gefressen. Ja, und jetzt schön mit dem Boot gegen. Bam! Riecht Attacke! Oh! Oh! Oh ja! Scheiße! Hast du ihn gesehen? Nee. Nur das Wasser gesehen? Fuck! Leute, ich hatte gerade einen richtig fetten Nachläufer. Scheiße. Shit. Hast du die Welle gesehen, ja, ne? Klar. Scheiße, Leute. Gerade hier so ein Stickbait auf Lierfisch gefischt. 11 cm und dann Riesenwelle hinterher. Boah. Ich kenne David. Da. Oh. Oh. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ja, hast du? Fuck! Nein! Nein! Weiter, weiter, weiter! Er ist immer noch da, er ist immer noch da! Weiter, 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 komm! Vamos! Cago en la puta de Mario, coño! Scheiße! Nein! Cago en la puta! Werfen? Maxi! Dickerchen! Erzähl doch mal, was das hier für eine Angelei ist, was wir machen. Eine spannende und geile. Wir angeln die ganze Zeit mit Topwater-Ködern, also fast nur Topwater-Köder. Oder ganz, ganz flach laufen. Ganz flach laufen, genau, mit Stickbaits und Poppern. Auf ja, eigentlich den krassesten Fisch, den es hier gibt, nämlich die Palometons oder Lierfisch oder Garrick oder Gabelmakrele, wie auch immer man ihn nennen möchte. Und die Dinger, die kommen, attackieren die Köder und ballern aber die ganze Zeit. Also sie ballern einfach darauf wie die Irren, wie so ein GT halt, wie man das so aus den krankesten Videos kennt. Aber sie ballern die ganze Zeit daneben. Es ist unglaublich. Und dann, du siehst sie dann unter Wasser, halt, das sind Monsterschiffe. Und sie bleiben nicht hängen. Es ist schon frustrierend, aber es ist auch mega geil. Also wenn dann da mal einer hängen bleibt, Alter, dann geht's richtig ab. Das Krasse ist, man sieht halt die Fische wirklich hinterherkommen. Man sieht eine Riesenwelle hinter dem Köder. Und dann sieht man quasi, dass man Nachläufer hat. Und dann ist die Spannung richtig da. Ihr habt es ja gerade bei den beiden Clips gesehen, wie wir die Nachläufer hatten. Unfassbar spannende Angelei. Die Fische sind die krassesten. Adrian meinte, ein Lierfisch ist wie 30 Tunas. Vom Wert. Vom Wert, also vom Stellenwert her. Ja. Aber es ist halt ultra krass. Wir angeln hier auf 5, 6 Meter Tiefe, irgendwo im Nirgendwo. Da hinten kommt der Ebro raus. Das Wasser ist hier leicht angetrübt, also nicht so glasklar. Aber es macht das Ganze noch spannender. Das ist schon klar, du siehst ja die Fische komplett. Du siehst die Fische, ja, du hast so einen Meter, anderthalb, würde ich sagen, oh, Sichttiefe. Guck mal hier. Nee. Hä? Nehmen uns mal was. Was ist das? Adrian, Fisch? Ui, hier war gerade was. Genau, hier neben uns. Ihr seht die Verwirbelung noch. Aber wo kam der her? Keine Ahnung, er hat irgendwas gejagt, wahrscheinlich hier neben unserem Boot. Ja, und wir angeln halt, ja, ich habe es gerade gesehen bei Maxi, großen Stickbait. Ich habe hier einen Popper dran. Adrian fischt auch hauptsächlich so große Stickbaits. Hier sowas von Lorenzo. Ja, hier sowas kommt noch zum Einsatz. Western Swim habe ich gestern auch mal probiert. Gab es auch einen Nachläufer drauf. Da vorne seht ihr den Popper kommen. Ja. Und wir driften hier halt jetzt immer über so ein Gebiet rüber. Und dann hoffen wir, dass wir gleich nochmal einen kriegen. Ansonsten muss Penisköder gleich regeln, ne? Das ist übrigens nicht die Schnur, die durchreißt. Ja, ich warte auf den richtigen Moment, um den Penis auszupacken. Es wird Zeit für den Penisköder, Leute. Wir sind jetzt hier an so einem Turm angekommen. Und da unten gibt es Mahis, Amberjacks, Bluefish und so weiter. Und ich probiere jetzt einfach mal, so ein Ding zu fangen. Wenn einer beißt, seht ihr es auf der GoPro. Die Hauptkamera kommt jetzt weg und dann sehen wir uns hoffentlich gleich mit dem Fisch wieder.
Glaubst du, wenn ich einen darauf fange, ist ein Männchen oder ein Weibchen? Na dann gucken wir mal, ne? Max hatte schon Nachläufer. Ja? Ja. Sehr zu lustig. Sehr gut. Ich will auch einen, aber auf dem Penisköder will ich. Maxi hat einen, Leute. Das sieht nach einem Amberjack aus, oder? Ja. Ui. Kein schlechter, oder? Der macht den Besen auf jeden Fall krumm, der Onkel. Da kommt dann meist auf eine ganze. Ja, deswegen lasse ich gerade hinterher runter hier. Boah, ist die krumm, Junge. Da kommt er. Amberjack. Oh, Adrian hat auch einen. Sehr schön. Zeig mal her hier den Onkel. Die sind so rutschig, aber die sind einfach so weich und schön, ey. Ich liebe die wirklich. So geile Fische. So sehen sie aus, die kleinen. Tolle Fische. Echt tolle Fische. Sehr tolle Fische. Petri. Und wie die abgehen, war in der wirklich Größe. Wahnsinn. Unfassbar. Adrian hier auch im Drill, Leute. Ist auch ein kleiner Amberjack, ja, ne? Ja, auch ein kleiner Amberjack. Sehr gut. Petri, hi. Der Penisköder liefert nicht bei mir. Bei Adrian auch nicht, aber... Ein paar Fische sind hier. Ja. Mal gucken, der ist gerade auf jeden Fall ordentlich losgeschossen. Vielleicht ist er ein bisschen größerer. Da unten kommt er. Guck mal, da kommen ganz viele mit, ja. Ja. Ja, der ist schon ein bisschen besser, ja. Ja. Und die haben so viel Power, ist unglaublich. Wie viel Power diese Fische haben. Guckt euch das mal an. Wie ein 35er, 40er Barsch. Die ziehen ja erstmal von der geschlossenen Bremse erstmal ein paar Meter runter. Geil. Adrian, willst du versuchen mit dem Penis? Willst du? Ja, gib mal. Ich würde ja ein bisschen, wenn es nicht spannend. Ja, ich hab's einfach wieder gemacht. Niemals. Doch. Wirklich? Ja. Oma. Bin ich. Oh. Leute, Adrian hat wirklich auf den Penis ein. Penis Expert. Hast du wirklich? Erster Wurf mit Pennys. Ey, das hat ja nicht lange gedauert. Max hat mir gerade gesagt, dass er das zweite Mal hintereinander seinen FG-Knoten aus Versehen abgeschnitten hat. Guck die Rute, der sieht gut aus. Der sieht wirklich gut aus. Guck mal hier. Das ist ein guter Fisch. Großer Fisch. Guter Fisch. Auf Pennys, jeden Fall. Pennys Fishing. Penisfisch. Pennys Fishing. Der sieht wirklich gut aus, ne? Nächste Better Fishing Box Penis drin. Nächste Better Fishing Box könnt ihr euch auf den Penis gefasst machen, Leute. Sieht gar nicht schlecht aus. Großer Fisch. Arriba! Arriba, vamos! Venga! Und? Ist groß, ne? Sieht gut aus. Da ist er doch. Vamos! Auf Pepino gebissen. Sehr gut. Okay. Glaubst du, das ist Weibchen oder Männchen? Weibchen. Ja, glaube ich. Erster Wurf. Du, heute hast du es raus. Pennisfisch. Opa. Nach unten. Hat funktioniert, ne? Hat funktioniert. Sehr stark. Mit Livebiss. Gibt's doch nicht. Zweiter Wurf. Mit Pennis. Direkt schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Adrian, der Penisprofi. Wahnsinn. Das hört sich nicht gut an, ne? Wahnsinn. Wieder immer Jack. Da kommt er. Da kommt er. Auf Penisfisch. Okay, ey. Der hat das Penis komplett in den Mund. Kompletter Deep Throat Amberjack. Machen wir mal schnell ein Foto, oder? Machen wir. Ausprobieren. Da ist er doch. Ich wollte doch schon sagen, kann doch nicht sein, dass ich hier keinen Fisch fange. Alter, die sind so geil, diese Fische, Mann. Da kommt da ein Amberjack.
Und da ist er, Leute. Entschneidert. Mit dem Emma-Jäckchen. Was ist ja, das? Ist das Emma-Jäckchen? Okay, jetzt haben wir die Penis-Challenge abgehakt. Adrian meinte gerade, wie sieht's aus, Jungs? Habt ihr Bock auf was Großes? Na, okay. Okay, Maxi, vamos a la Tuna Paradise. Leute, wir fahren jetzt Thunfischangeln. Ich habe ein bisschen Angst, Adrian. Wird anstrengend, oder? Ja, könnte sein. Könnte sein. Hast du Bock, Max? Ja, hast du aber nur ganz leicht. Hast nur ganz leicht geschliffen. Nee, aber Yoshi ist da schon 10-mal gegen gerannt. Hast du Bock auf ein Tünerchen? Ein Tünerchen? Kleine Tünerchen können wir schon bestimmen. Ich meine, nach dem Kilian Ember Jack, nach dem Ember-Jäckchen, den Tuna fangen. Vamos. Vamos. Oh, Baby! Wir sind am Tuna-Spot, Leute, und zieht euch mal rein, was es für ein Spot ist. Ihr könnt hier im Hintergrund einfach eine Tuna-Farm sehen. Wusstest du, dass es eine Tuna-Farm gibt? Noch nie gehört vorher, aber es ist ja auch nicht so eine richtige Farm, ne? Die werden ja gefangen und dann großgezogen einfach. Die werden quasi da gefangen, irgendwo anders gefangen? Ja. Und dann bringen sie die da rein und machen die fett. So ist das. Ganz schön clever eigentlich. Das sind wie Hänsel und Gretel eigentlich, wa? Und die Tunas müssen dann immer ihre Flosse rausstecken und dann kommt die Hexe und guckt. Ja. Schlaue Tunas stecken immer einen kleinen Stock raus. So, und hier darf man bis zu so einer Grenze gelbe Boje, wie bei uns auch. Da vorne ist die und die nächste da. Linie denken und bis dahin darf man. Muss man sich merken, gelb immer gesperrt, hinter genau. Gelb nicht fahren. Genau, und ja, jetzt werden wir hier gleich ein paar Sardinen anfüttern, denn Adrian meinte, wie viel, hier werden Tonnen von Sardinen jeden Tag reingeworfen? Jeden Tag, ja, weil es gibt viele Tuna rein und die werden riesig, ne? Bis 300, 400 Kilo, so das braucht viel Futter. Okay, das werden wir jetzt versuchen. Freelining, also aus der Hand. Einfach nur eine Sardine am blanken Haken oder am blanken Haken mit der Sardine ohne Blei, ohne alles, einfach langsam runterpendeln lassen und dann schön Stand-up. Yalla, gib ihm mit der Schwimmroute, Alter. Und dann kann man nur hoffen, dass er in die richtige Richtung schwimmt. Ja. Und nicht zu seinen Kollegen an die Farm. Richtig. Sonst musst du richtig festhalten. Ja. So, Leute, und da ist das andere Boot von Adrian und die sind schon am Drillen. Die haben Tuna drauf. Vamos, combate! Und heute angeln wir wirklich mit der aller einfachsten Methode der Welt, oder? Also noch weniger, also du könntest höchstens noch den Köder direkt an die, an die Hauptschnur machen, ohne Vorfach. Leute, Hauptschnur, Fluorcarbon, Haken, halbe Sardine, e basta. Und Tuna. Bisschen Ghost rum und Tuna. Einfacher geht's wirklich nicht. Kein Blei, kein gar nichts. Einfach nur eine halbe Sardine und mehr nicht. Wir brauchen nicht anfüttern. Wir brauchen nur den Bügel umklappen, runterlassen und warten, bis es abpfeift. Angefüttert wird ja hier für einen. Auf jeden Fall. Musst du nicht selber machen. Crazy. Echolot. Na, jetzt gerade ist doch, da kommt wieder einer. Guck mal, da waren zwei. Da ist einer, da ist einer. Ne, das war der gleiche, hat er doch das gesagt. Stimmt. Das ist einer, der aber reinschießt. Da kommt einer. Guck mal, das sind Sardinen hier unten. Warte das mal, ist man ein... sieht es nicht so gut. Jetzt sieht man es. Das ist ein Fisch, der hier in die Sardinen reinschießt. Das sind Sardinen unten. Da geht der Fisch rein, dann jagt er hier drin, dann kommt er wieder raus und dann geht er wieder rein. So, und hier geht auch gerade einer runter. Ja. Da kommt wahrscheinlich gerade auch ein bisschen Sardine. Ja, safe. Aufregung von 1 bis 10? Schon 8. 8? 8, würde ich sagen. Dann warten wir mal, bis der Köder am Wasser ist und du was auf dem Lot siehst. Leute, guckt euch mal an, wie viele Fische auf diesem fucking Echolot sind. Komplett voll mit Tuna. Maxi Anwalt! Ja, Digga! Aktiv geführt, möchte ich anmerken. Vamos! Vamos! Combate! 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 Darf ich gleich alles wieder einkurbeln? Ich mach gleich erstmal eine Insta-Story. Dickerchen, du musst schon ein bisschen kurbeln, ne? Das ist ja gleich weg. Kurbeln? Was soll ich denn da kurbeln? Ich muss den Rädchen machen. Den Gegenhalten.
Jetzt mal wirklich das Auto ab. Ist der doll? Der ist sehr doll. Ich glaube, der ist zu doll. Ja? Ich glaube, ja. Zu warm? Weiß ich nicht. Ja. Jetzt stoppt er. Gleich hast du. Gleich ist er da. Jetzt hat er aufgegeben. Fast die komplette Schnur runtergezogen. Oh, der fällt mir jetzt gleich schön über die Schnur da. Yes! Direkt rüber, der Idiot. Den machst du ja auch rüber. Ja, ne? Scheiße. Das war's. Hier ist was. Hier ist was. Hat sich irgendwo rumgewickelt? Nee. Das ist einfach dicker vor allem. Wo denn? An der Rolle. Alter. Boah. Dickerchen. Ui, ui, ui. Alter, kannst du ein Ei drauf braten. Willkommen zu der Welt, amigo. Scheiße. Monster, Monster. Bis. Ja. Oh. Vamos! 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 Yes, yes, yes! Alter! Achtung, Adrian! Alter! Boah! Was? Was? Was machst du denn da, Yoshi? Was machst du hier? Boah. Ich hab ein Tünchen dran. Tünchen? Tünchen. Ich glaube, er hängt fest. Mach weiter, hör so. Mach weiter. Er steht doch, er steht doch. Er rennt doch. Doppeldröhr, da drüben übrigens auch einer drauf. Ne? Oh, ich glaube, ich habe eine Dose Thunfisch drauf. Ich hoffe, das zappelt fast aber noch nicht. Ich glaube, ich habe einen Hänger. Ich war langsam nach draußen. Ja, ja. Ja. Vamos, combate, 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 combate. Rolle heiß, Junge. Mann, nein, nee. Mann. Dickerchen, was machst du? Ausgeschlitzt, einfach ausgeschlitzt. Was für ausgeschlitzt? Monster, Monster. Eins einziger. Ja. Der ist ausgeschlitzt. Einfach nur der Haken ausgeschlitzt. Alles noch dran. Bis. Max hat ein Biss, Leute. Vamos! Holy moly! Alle guten Dinge sind drei. Ist so. Der hat ihn ein paar Meter geklaut. Und in was für einer Zeit?
Warm? Weiß ich nicht, ich fass nicht an. Du fässt doch sonst gern mal an. Hol ihn, Dicker, komm. Ja, okay, jetzt stopp. Da hat die W6 zu ackern, Junge. Der macht sie auch. Wenn du ein Geräusch mit ins Grab nehmen könntest, welches wär's? Diese kreischende Bremse. Die kreischende Bremse. Digga, der muss jetzt rauskommen, ne? Der muss. Ja gut. Der muss rauskommen, Adrian. Der muss, ja. Leute, der ist mal abgepfiffen, Alter. Hat der die Rolle leer gezimmert? Könnte es der schwerste Fisch deines Lebens sein? Ja, ziemlich sicher. Bei dem, was Adrian gesagt hat, die kleinsten sind 50 Kilo. Also, das war dein größter bis jetzt? Längster wird es ziemlich sicher nicht sein. Das war? Wels 1,65 oder so. Ja, okay. Jetzt diesen Winter. Anfang des Jahres hatte ich den. Und der schwerste? Heilbutt? War der 40 Kilo, 35 Kilo, sowas? Dann könnte es sein. So, dauert nicht mehr lange, Maxi. Ah, jetzt hat er sich gerade nochmal anders überlegt. Jetzt zieht er nochmal los. Ja, zumindest hat er sich gedreht. Boot gehört. Jetzt geht der vertikal. Rücken kriegst du da, Rücken. Alter, die Bremse ist jetzt aber auch zu. Ja. Ich habe mal gelernt vom großen Jürgen Oeder, du darfst beim Big Game keinen Zentimeter zurückgeben. Aber es ist ja nicht Big Game, ist ja nicht mit Multi im Stuhl, sondern es ist ja... Das ist echter Angeln. Richtiges Angeln, ja. Aber da hat er gesagt, keinen Zentimeter zurückgeben, das ist das Wichtigste. Aber halt auch mit Mono und so, ne? Ist ja hier ein bisschen was anderes. Langsam. Hör doch mal auf. Die ist zu, die Bremse. Die Scheißbremse ist zu! Was ist mit dir? Geh nach vorne. Soll ich nach vorne gehen? Nee. Oder? Ja. Hat er gesagt, er macht mit dem Boot. War ein Spaß. Ich bin auch nicht nach vorne. Und was sagst du? Glaubst du, kleiner Fisch, großer Fisch? Großer Fisch. Großer Fisch? Ja, jetzt sieht man, wie die Schnur auf die Oberfläche kommt. Und das machen die normalerweise die Großer. Auf Valencia war auch so. Ne? Immer wenn die Schnur an die Oberfläche war, haben wir schon gewusst, dass er ein großes Fisch ist. Weil der kann viel schneller schwimmen und dann sucht er wieder das Tiefe, wo er mehr Kraft hat. Und das merkt man schon, das ist vielleicht ein bisschen zu groß für Poppingruder. Aber das heißt nicht, dass wir das Fisch nicht bekommen. So, das braucht einfach Zeit und Zeit. Also nicht den Tag vorm Abend loben, aber am stolzesten bin ich, weil es mein Knoten ist. Und wenn er hält, dann habe ich ihn richtig gemacht. Da ist er, Max. Da ist er. Wir sind noch nicht fertig. Pass mal auf. Rolle auf. Nee. Soll ich dir Grip geben? Wo soll ich hin? Hier hinten oder vorne ins Boot? Bomba! Da ist er! Ja! Junge, mit der Puh! Ich bin komplett durch. Vamos! Ich bin komplett durch. Mit der scheiß Hopping-Route. Da ist er! Woo! Der Monster! Der Monster, Pepino! Vamos!
Alter Schwede! Was ein Schwein! Yes, baby! Eins, zwei, drei! Ja! Zack! Weg ist er! Weggeschossen! Adrian! Willkommen! Vamos! Hey, Bro, Delta! Green Flake! Was hatte der? Der hat locker 100 Kilo. 100 Kilo? Über 100 Kilo mit Popping, das wollten wir eigentlich nicht. Wir wollten kleinere. Geil, Mann. Dieses Shirt, High Fishing, erstes Exemplar, könnt ihr kaufen. Das war ein großer Fisch. Das war ein recht großer Fisch, ja. Ich würde sagen, Leute, wir machen auch direkt Feierabend. Was krasser kann man so ein Video nicht aufhören. Eigentlich sollte es die Penis-Köder-Angel-Challenge werden. Hat der Penis Fisch gebissen, so eine kleine Pepino. Aber was wir hier jetzt gerade rausgeholt haben, beziehungsweise was Maxi hier gerade rausgeholt hat, Wahnsinn. Props, Digga, der schwerste und geilste Fisch deines Lebens. Popping-Route. Adrian, vielen Dank. Schaut bei Green Flake Fishing vorbei. Ihr findet alles in der Infobox. Max kriegt jetzt noch eine kleine Dusche. Schauer. Schaut überall vorbei, checkt alles ab. Wir sehen uns. Eine Liebe. Macht's gut. Wir sind raus. Yeah.